Warum lassen sich die Menschen so leicht manipulieren? Und warum glauben sie alles, was in den Nachrichten und im Fernsehen kommt? Und sind da die Menschen auseinander vielleicht zu sehr obrigkeitshörig? Ja, das ist das Thema, was ich eigentlich seit 5 Jahren predige. Da hat es viele Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Das eine ist schon mal generell der niedere Bewusstseinsstand. Die meisten Menschen haben eben hier auf dem Planeten Erde einen unterentwickelten Bewusstseinsstand. Das heißt, sie bewegen sich auf einer niederen Schwingung und sind dementsprechend vom Resonanzgesetz her anfälliger für die Schwingungen der dunklen Wesen, die hier das Kommando haben auf dem Planeten. Dann sind es Programmierungen, die die Menschen bekommen, Prägungen und Programmierungen. Das heißt, wir wachsen auf als kleine Kinder und lernen, übernehmen das, was die Eltern machen. Und wenn der Vater Jäger ist und das kleine Kindchen geht mit auf die Jagd und schaut zu, wie der Vater die Tiere abknallt und die dann aufschlitzt und die Eingeweiden rausholt und das Kind sieht dann, das ist toll, der Vater freut sich dabei, dann wird das Kind auch sagen, ah, das ist toll, Tiere töten ist toll, Eingeweide rausnehmen, das ist so super. Und dann wird das Kind ja da nichts Negatives empfinden dabei, weil das kennt es ja so. Genauso ist es, wenn dann die Eltern rauchen und das Kind guckt zu und sagt, ah, Rauchen ist schön. Und dann wird zusammen Fernsehen geguckt. Da wird dann gesagt, das sind die Guten und das sind die Bösen. Mhm. Das darfst du machen und das darfst du nicht machen. Und das sind alles Prägungen, die sich reinfressen in das Bewusstsein der Menschen. Und sie kennen dann nichts anderes, wie das, was ihnen vorgesetzt wird. Und die dunklen Herrscher hier auf der Erde machen ja ihr Bestes, die Menschen zu programmieren über die Medien, über Kulturen, über Traditionen, über Gewohnheiten, um den Menschen eben negative Verhaltensweisen und negative Denkungsweisen aufzuzwängen. Und genau das passiert hier schon seit ewiger Zeit auf der Erde. Es ist eben normal, in die Kirche zu gehen. Es ist normal, dass mich ein Pfarrer braucht, damit ich mit Gott Kontakt habe. Jetzt brauche ich einen Pfarrer dazu. Das ist ja ganz normal. Es ist bei den Menschen normal, dass Tiere abgeschlachtet werden, aufgeschlitzt werden. Es ist bei den Juden normal und bei den Moslems normal, dass man ein braves Lämmchen hinlegt auf einen Stein und dann den Kopf sanft in den Arm nimmt und dann schön sanft mit dem Messer die Kehle aufschlitzt und das Lämmchen zappelt dann und zuckt. Und das ist so ein normales Vorgehen, das ist ein Brauchtum der Juden, ein Brauchtum der Moslems, das ist Tradition. Und das lassen wir uns doch von niemandem nehmen, das ist unsere Kultur. Und genauso ist es Kultur, dass die Katholiken in Österreich, in Deutschland und der Schweiz ihre Häschen zu Hause schlachten, mit denen die Kinder gespielt haben. Die werden dann geschlachtet zu Ostern und dann wird der Hansi gegessen. Und das ist im Prinzip die Welt, die wir haben, ist pervers und krank. Und wir werden von Psychopathen regiert hier auf der Erde, von kranken Psychopathen, die haben das Sagen und behandeln uns wie Schafe, wie Vollidioten. Und deswegen ist es so schwer für die Menschen aus diesem Dilemma rauszukommen, weil sie sowas von programmiert sind, weil es für sie eben normal ist. Für sie ist es normal, dass ein Geistheiler, der was kann, ein Betrüger ist und ein Arzt, der nichts kann, der ist ein Gott, weil er es so gelernt hat. Alles, was die Menschen als normal betrachten, ist krank. Die Welt ist total verdreht worden. Es läuft hier alles komplett durcheinander. Es läuft nichts, wie es laufen sollte, aus der göttlichen Sicht her gesehen. Man könnte jetzt auch noch philosophisch weitergehen und sagen, vielleicht ist ja alles richtig. Vielleicht muss es so sein, damit die Menschen irgendwann erkennen,
dass sie alles falsch gemacht haben, dass es hier falsch läuft. Wäre die Welt jetzt Friede, Freude, Eierkuchen und jeder würde nur in seinem Garten sitzen und Blümchen zu pflücken, wo wäre da die Entwicklung des Einzelnen? Wo wäre die Entwicklung der Menschheit? Aber das ist ein Thema, da könnte ich jetzt wahrscheinlich stundenlang mit dir drüber philosophieren. Die Frage war ja, warum die Menschen so obrigkeitshörig sind. Ja. Und das liegt eben an dem, was wir Mind Control nennen. Die Menschen werden Mind Control jeden Tag, sobald du den Fernseher anmachst, den Radio anmachst, sobald du mit irgendjemandem sprichst, der noch gefangen ist in der Matrix hier, wirst du programmiert. Und das fängt an als kleines Baby und geht hoch bis zum Schluss. Und die Masse der Menschen stirbt so. Das heißt, die sterben quasi unwissend. Mit einem niederen Bewusstsein, die haben nichts dazugelernt, weil sie sich nur quasi in dieses Schema reinpressen lassen haben und das übernommen haben. Mein Opa hat es schon so gemacht, mein Vater hat es schon so gemacht und ich mache das auch und mein Sohn wird es auch machen. Das ist die Denkungsweise der Menschen. Also muss das ja gut sein. Und die psychopathischen Herrscher, die wir haben, die Merkels, Macrons und Macron, ja. Also ich sage immer nur Schlangenmensch zu ihm, wenn ich ihn im Fernsehen sehe, weil ich ein Schlangenmensch. Die Merkel ist ein Draco und wir haben auch viele Mantissen als Politiker. Ich sehe die ja mit anderen Augen, diese Köpfe. Und ich bin dann immer so fasziniert, was für ein leichtes Spiel die haben, wie die Menschen um die Finger wickeln können, wie die alle angehimmelt werden. Ich glaube, die Merkel, die könnte vermutlich live jemanden den Kopf abschlagen und den essen. Die Leute würden noch applaudieren und sagen, die scheint einfach toll, die Frau. Also die gehen mit den Leuten um wie mit Vollidioten. Und das ist für mich faszinierend zu beobachten.